Also ich muss sagen, ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftlerin. Es gibt nichts Schöneres, als zu forschen, Dinge zu entdecken und insbesondere in diesem Schnittfeld zwischen, sag jetzt mal, aktueller Politik, Grundlagenforschung und diesem dynamischen Medienwandel. Ich stehe manchmal vor meinen Studierenden und sage, seid froh, dass ihr da seid, wo ihr seid. Was Spannendes gibt es im Moment gar nicht. Und ich habe ja im Jahr 2000 mein erstes Buch über das Internet schon veröffentlicht, da sprach noch keiner von Social Media. Damals war es schon spannend und heute sind die Fragen so vielfältig und so herausfordernd, dass ich glaube, wir werden überhaupt nicht mit dem mitkommen in der Forschung, was sich dort draußen im Digitalen so tut.